Gestern in Brandenburg. Herbsttreffen der ehemaligen DDR-Grenztruppen. Eine Parallelgesellschaft feiert. 25 Jahre nach dem Mauerfall. Der Bruderkuss scheint noch zu schmecken. Höhepunkt der Veranstaltung, die Ordensverleihung durch die Genossen aus der CSSR. Uns verbindet doch die gemeinsame Sache, nicht? Wir haben gemeinsam die Grenzen geschützt und heute kämpfen wir gemeinsam gegen die Feinde, die uns wieder vernichten wollen. Ja. Der Feind lauert überall. Vor allem, wenn er den schießgewaltigen Beitrag der Grenztruppen zum Frieden nicht anerkennen will. Und die Mauertoten? Die sind auch vom Westen provoziert. Weil mit Werbefernsehen, Bananen, Autos und so, das waren alles Leute, die schnell und billig im Westen reich werden wollten. Schade um jeden, den wir nicht gekriegt haben. Was meinen Sie damit? Was ich damit meine, dass es viele gegeben hat, die gegen die DDR gearbeitet haben, ja, und nicht dabei erwischt wurden. Und es ist schade darum, dass nicht jeder erwischt wurde, der gegen uns war. Es waren dann anscheinend doch zu viele. Schnell wird auch klar, wer die wahren Helden des Herbstes 89 sind. Ein wegen der Todesschüsse verurteilter Generaloberst zum Beispiel. Bei der friedlichen Revolution wurde ja klar gesagt, da haben Sie natürlich einen gewaltigen Anteil gehabt. Kein einziger Schuss ist gefallen, ja, sonst wäre irgendwie eine Katastrophe ausgebrochen. Und das verdanken wir den Angehörigen der Grenztruppen. Für die Opfer der kapitalistischen Siegerjustiz sammelt man heute Solidaritätsspenden ein. Natürlich in frei konvertierbarer Währung. Für ehemalige Grenzer, die verurteilt wurden. Wegen der Mauertoten. Das sagen Sie wegen der Mauertoten. Ich sage es wegen der Erfüllung Ihrer Aufgabe, die Sie in einem souveränen Staat gemacht haben. Will man heute zwar nicht hören, aber... Grenzenlos ist offenbar nur der Heldenkult der Genossen untereinander. Besondere Ehre heute für einen Kommandeur des geteilten Berlin. Über viele Jahre, ihr wisst das alle, gibt es und gab es ein Gesicht, das die Grenztruppen der DDR am Brandenburger Tor verkörperte. Dieses Gesicht war Günther Ganzauge. Einen Schießbefehl gab es ja bekanntlich nicht an der deutsch-deutschen Grenze. Dafür eine Schusswaffengebrauchsverordnung. Und die ging so. Ich bin oft gefragt worden, ob ich geschossen hätte. Natürlich, wenn die Notwendigkeit bestanden hätte, hätte ich es auch getan. Wann bestand die Notwendigkeit? Die Notwendigkeit bestand in dem Moment, wo auf Anruf und Warnschuss nicht stehen geblieben wurde. Verständnis für die, die in der Zone keine Zukunft sahen, sucht man hier vergebens. Eigentlich war nämlich alles prima im Arbeiter- und Mauernstaat. Es gab ja auch viele Menschen, die aus der DDR raus wollten. Weil sie ein bisschen dumm waren und sich haben verleiten lassen. Man kann doch eine Psychose züchten. Und die haben sie gemacht und da sind eben so viele dem gefolgt. Die wollten Freiheit. Reisen, das war Reisen. Freiheit und Demokratie, ne? Ist doch richtig. Und wie viel sind wir da? Ja, als eigentlichen Bekanntenkreis, ja? Naja, jetzt gibt es ja auch die DDR nicht mehr, deswegen sind ja vielleicht auch viele wiedergekommen. Und wollten ihre Häuser wieder haben und ihre Gärten und alles wieder haben, ja? Erst laufen sie weg und dann sind sie wieder da. Das ist so richtig Patriotismus, ja. Der höchste Repräsentant der DDR an diesem Tag, Armeegeneral Kessler, Minister für nationale Verteidigung. Darf ich Sie fragen, wie Sie die Debatte finden um den Unrechtsstaat DDR? Dazu habe ich mich neulich geäußert auf einer Veranstaltung und dabei bleibt. Können Sie es mir noch mal sagen? Nein. Zur Erinnerung, diese Herrschaften waren mal die Stützen des Systems. Nach 5 Stunden ist der Spuk vorbei. Die Untoten der DDR packen ein.